Hallo, 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 weiter geht's, die Kock. Willkommen da, ich bin der Lars, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem weiteren wunderbaren, schönen Part. Ja, wie sieht's denn aus? Ich dachte mir, heute gibt's einen YOLO-schönen Angriff. In 5 Stunden sind übrigens meine Bogenschützen fertig. Im Livestream habe ich ein bisschen gespielt. Was habe ich gemacht? Ich habe den Magierturm geupgradet. Dieser Kollege hier ist das. Den hier ziehe ich gerade hoch von Level 5 auf Level 6. Ebenso habe ich was gestartet, und zwar das nächste Armeelager habe ich gerade am Hochziehen. Das wird auf jeden Fall auch sehr interessant, wenn es denn mal oben ist. Sonst nichts, habe den Rest noch in die Mauern reingeklatscht. Hier haben 3, 4 Mauern noch fertig gemacht, von Level 7 auf Level 8, weil ich so langsam die Mauern fertig haben möchte. Und heute gibt es einen speziellen, wunderbaren Angriff. 8 Packers, 2 Mauerbrecher und einen Bogenschützen. Packers only kann man nicht sagen, wir haben ein paar andere dabei. Es passt halt nicht von der Konstellation bzw. von der Kapazität meines Armeelagers leider nicht aus, dass wir noch mehr Packers mitnehmen können. Dazu die Helden. Und zaubermäßig habe ich dabei 2 Heal, 2 Wut. Mal gucken, ob das was bringt. Ich bin mal gespannt. Mit ein paar Mauerbrecher erstmal aufspringen, dann läuft es auf jeden Fall. Erstmal hier ein paar Geschenke aufmachen, denn es ist ja immer noch Weihnachten. Yay, Weihnachten nochmal. Weihnachten, hupsala. Weihnachten hoch 2. Ey, ich will die Geschenke da nehmen. Der Weihnachtsmann hat mir versprochen, ich darf die nehmen. Ah ja, immer da oben. Da kommt man gar nicht hin. Sehr schön. Noch ein bisschen Elixier dazu. Natürlich war es sehr teuer, für die ganzen Bäcker so viel auszugeben. Ach, sind nochmal 2 Geschenke. Fast übersehen. Dankeschön, Weihnachtsmann. Ja, sonst hat sich geändert nichts eigentlich von der Base her. Das Base-Update, beziehungsweise die Base-Review, was ich jetzt so gezeigt habe, das passt soweit. Ich werde auf jeden Fall in der Zeit noch ein paar Sachen hochziehen. In 3 Stunden ist dann hier der Bogenschützenturm fertig, den ich von 5 auf 6 hochziehe, den ich quasi neu bekommen habe mit Radars Nummer 9. Ich möchte gerne in der Zeit noch bis 35, also 10.000 Dunkles farmen. Damit ich dann die Queen, die Lara upgraden kann, von Level 6 auf 7. Mal gucken, ob ich das in 3 Stunden schaffe. Das wird natürlich noch sehr interessant, wenn ich noch ein paar Videos produzieren muss. Da bin ich auf jeden Fall gespannt. Wir gehen mal angreifen und suchen uns mal einen Gegner raus, den wir auf jeden Fall mit den Packers doch sehr hart vergnusfäkeln können. Ich bin mal gespannt, wie dieser Angriff wird. Only Packers. Ja gut, Packers und, ihr wisst Bescheid. Mit den Helden. Ey, Lars hatte Donjon schon mal gemacht. Leute, erstens gucke ich seine Videos nicht. Es liegt nicht daran, dass ich ihn nie mag, sondern aus Zeitmangel. Und zweitens, es ist mir egal. Weil jeder irgendeinen Angriff oder Angriffskombination bestimmt schon mal bei YouTube gebracht hat von Clash of Clans. Von daher, bitte schreibt so etwas nicht. Was haben wir denn hier? Naja, das ist kein Gegner, den ich nicht. Das Geile wäre natürlich sofort in die Mitte rein wichsen. Ich hätte einen Sprungzauber mitnehmen können. Aber ich habe ihn nicht dabei. Was haben wir denn hier? Das ist natürlich eine große Herausforderung. Ob das mit den Packers was wird? Packers sind bei mir Level Nummer 2. Alter, wie viele Geschenke der hat. Ich versuche das jetzt einfach mal. Ich versuche einfach mit den Packers hier was zu reißen. Ich kann jetzt auch nicht versprechen, ob das was wird. Wir versuchen natürlich in die Mitte der Leidenschaft zu kommen. Also erstmal in the middle of a site, damit wir dort etwas reißen können. Ich würde sagen, ich droppe erst die Helden, damit die Außengebäude kaputt machen, damit die dann ins Zentrum vorstoßen. Ich glaube, das ist ein guter Plan. Ist das ein guter Plan? Das ist, glaube ich, ein guter Plan. Der Bo, der schießt. Können wir das Rathaus bekommen mit einem Bogenschützen? Ja, können wir. Okay. Daraus bekommen wir. Und wir fangen echt an mit der Heldenkombination, damit wir ganz einfach dann die Außengebäude zerstören können mit dem Helden. Damit die Packers dann gut in die Mitte laufen. Das ist so der Plan, den ich habe. Die teilen sich sogar gut auf, das passt. Die Queen wird noch nicht abgeschossen, das ist okay. Der King bekommt, eieiei, sehr in die Fresse. So, mach kaputt den Scheiß. Und jetzt droppen wir die. Und dann mal alles hinterher. Das reicht nicht mal. Dann alles. Oh Gott, wo läuft der denn hin? Die laufen alle außen rum zu. Nein! Scheißegal, alles rein. Jetzt geht nicht anders. Jetzt muss es gemacht werden. Jetzt muss es getan werden. Das ist jetzt scheißegal. Anders klappt es jetzt nicht. Die laufen echt alle zum Rathaus hin. Ich dachte, das reicht, damit die in die Mitte laufen. Ah, erster Wutzauber schon mal gewastet. So, geht die jetzt? Die gehen echt alle außen rum zu. Ah, das ist wieder der pure Fehlangriff, Leute. Das ist wieder der pure Fehlangriff. Geht die jetzt rein? Geht die jetzt? Ich droppe hier schon mal einen Heal-Zauber hin. Geht die? Er geht immer noch nicht rein. Seid ihr eklig. Seid ihr eklig. Der geht rein. Jetzt teilen sie sich auf. Ja, es gehen welche rein. Dankeschön, dass ihr reingeht. Vielen, vielen lieben Dank. Ihr bekommt dafür jetzt auch noch einen Wutzauber, weil ihr reingeht. Dankeschön. Danke, 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 danke schön. Die Riesenmauer wurde ausgelöst. Scheißegal. So, die Packers. Packers, 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 Packers. Packers, ich will ranzoomen. Kann ich ranzoomen jetzt. Packers, Packers, Packers. Den ersten Heal-Zauber reindroppen. Für die Packer, Packer, Packer. Oh, jetzt, wo gehen sie denn jetzt hin? Oh, sie laufen aus den Heal-Zauber raus. Dieser Angriff war natürlich so geplant. Wenn etwas anderes geschrieben wird, es tut mir leid, dieser Angriff war zu 100% geplant. Was machen die denn da jetzt? Die waren einfach gar nicht mehr im Heal-Zauber drin. Doch, endlich! Endlich wollt ihr mal rein, oder was? Aber bis ihr drin seid, seid ihr alle tot. So, jetzt, oh, ja! Ja, das wollte ich haben, genau das!
Noch ein Hit. Schaff's noch ein. Du schaffst noch einen. Schlag. Oh, egal. Oh, war das schlecht. War das ein schlechter Angriff, Leute. Oh, die gefällt, die Packers. Oh, ich habe auch ein bisschen gefällt. Dann droppe ich da einen Heal-Zauber und die laufen einfach alle raus, weil sie einfach da rumlaufen. Ja, Entschuldigung. Das war kein Kombi. Das war kein guter Angriff. Ich werde ihn trotzdem mit reinnehmen. Oh Gott, das wird die Scheiße gelaufen. Oder ich. Ich dachte echt, die gehen einfach da jetzt rein. Ich dachte, ich habe genug Außengebäude kaputt, damit sie sich denken, ich gehe mal in die Mitte rein. Wollten sie aber nicht. Ja, Leute, das war der totale Überfail-Angriff mit den Packers. Aber wenn ihr sagt, Lars, es war trotzdem cool, ich hab's gefeiert, dann lasst es mich auf jeden Fall wissen. Ich versuche das nächste Mal eine andere Kombination zu. Also das ist jetzt alles nur hier Fun-Angriff, wenn ich das hier wundert. Lars, du bist ja schlecht mit den Packers. Ja, ich dachte, die laufen echt in die Mitte. Mauer war schon angesprengt und ich dachte, die gehen da rein, wollten sie leider nicht. Wenn es euch trotzdem gefallen hat mit diesen super geilen Hardcore-Fällen, lasst es mich wissen mit einem Daumen nach oben. Ihr seid ein Haufen Super Nasser Boys reingehauen. Bis morgen. Auf Wiedersehen. Und tschüssi. Nice.